Fatih, es hat gut begonnen, aber dann sah es ja meiner Meinung nach ziemlich hilflos aus. Wie siehst du das? Ja, wir haben die ersten 10, 15 Minuten gut dominiert. Wir starten dann halt nicht gut, haben Leistungsfehler gemacht, wurde gleich bestraft. Trotzdem hatten wir eigentlich ein gutes Spiel gemacht. Ein paar Lücken haben wir gehabt, haben den Gegner zu viel Raum gelassen und ja, wurde halt gleich bestraft. Kannst du uns ein paar Worte dazu sagen, wie ihr es heute geschafft habt, trotzdem das schöne Tor zu machen? Ja, wir hatten auf der rechten Seite im Mittelfeld Querpass gelegt auf unseren Sechser und der hat ihn direkt mit links genommen, ging links oben rein, war ein schönes Tor. Zu Hause sieht es ja für euch irgendwie schlecht aus diese Saison, aber auf der Tabelle habe ich heute geguckt, da seid ihr auf Platz 10 gewesen. Irgendwie scheint da eine Heimschwäche und eine Auswärtsstärke drin zu sein, was meinst du? Ja, das stimmt, wir kommen irgendwie zu Hause nicht richtig in die Gänge, auswärts liefern wir gute Spiele ab. Deswegen wollten wir jetzt heute auch zu Hause mal ein gutes Spiel machen. Hat leider wieder nicht geklappt. Aber wir stehen trotzdem gut in der Tabelle. Wir stehen genau da, wo wir stehen sollten. Und ja, wir müssen jetzt weitermachen, nach vorne schauen. Wir sind gute Dinge. Ist das Rennen um den Relegationsplatz schon entschieden? War das heute die Vorentscheidung? Und was meinst du, was man noch besser machen kann, um angreifen zu können? Ja, wie gesagt, natürlich sind wir heiß drauf, oben mitzuspielen. Und wenn jetzt Nefa noch patzen sollte oder Buckenberg, die Chancen stehen gut. Wollen auf jeden Fall oben mitspielen. Der nächste Gegner ist für euch auswärts Büchenbronn. Was meinst du, was das für ein Spiel wird? Das wird wieder zur Sache gehen, würde ich mal sagen. Ich glaube, im Hinspiel haben wir gewonnen oder entschieden, ich weiß nicht mehr genau. Es wird auch kein einfaches Spiel. Die werden uns natürlich das kaputt machen wollen. Aber wir werden dastehen und ein gutes Spiel abliefern, hoffe ich, denke ich mal.